Große Musik zu großen Filmen präsentieren die Münchner Symphoniker im März. Auf dem Programm stehen unter anderem Harry Potter, Fluch der Karibik und Star Wars. Wir planen im März 6 Konzerte, 5 davon mit Filmkonzerten, mit Filmmusik von John Williams und Hans Zimmer in der Isar-Philharmonie, jetzt direkt am Anfang von März. Dann haben wir noch ein viel extra Abo-Konzert auch in der Isar-Philharmonie, auch Mitte März. Dann haben wir ein eigenes Konzert im Prinzregententheater Ende März mit Kevin John Edusay wieder. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass es wieder losgeht und wir hoffentlich auch wieder spielen können. Wir hoffen natürlich auch, dass unser Publikum zurückkommt. Das sind gerade alle Kulturveranstalter etwas bang. Also kommen Sie gerne in unsere Konzerte. Sie sind sicher und Sie können dort auch sehr gut sitzen. Und wir halten alle Hygienevorschriften ein und hoffen doch, dass auch das Publikum dann wieder kommt. In der Isar-Philharmonie und im Prinzregententheater spielen die Münchner Symphoniker Werke von Beethoven, Tschaikowski, Schubert und Schostakowitsch.